Die Bundestagswahl ist entschieden. Ähnlich wie im ganzen Land stimmten die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Siegen-Wittgenstein ab. Im Siegener Lütz schaute man gebannt auf die Monitore, als am frühen Abend die ersten Ergebnisse eintrafen. Am Ende gab es einen Gewinner, Volkmar Klein von der CDU. Ja, Herr Klein, ganz herzlichen Glückwunsch, auch von Wir Siegen. Ja, Sie haben natürlich das Rennen total gut gemacht. Mit so viel Prozent hätten Sie damit gerechnet? Ja, ich bin schon sehr begeistert über das Ergebnis und freue mich wahnsinnig darüber. Das heißt also für Sie, auf geht's die nächsten 4 Jahre in den Bundestag? Ja klar, also insofern ist das natürlich auch eine ziemlich große Verpflichtung und ich bin mir der Verantwortung von diesem tollen Ergebnis sehr wohl bewusst, auch wirklich weiterhin ganz engagiert die Interessen der Menschen in unserer Region in Berlin zu vertreten. Das ist auch nötig, eine starke Stimme für Siegen-Wittgenstein in Berlin zu haben und aber auch die, glaube ich, gute Politik der vergangenen 4 Jahre ist damit natürlich auch nochmal bestätigt worden. Und ich hoffe, dass wir auch da in der Lage sind, daran anzuknüpfen und das ähnlich gut in den nächsten 4 Jahren für Deutschland hinzukriegen. Das Ergebnis, wie sehen Sie das? Erfreulich oder weniger erfreulich? Naja, wir haben auf Bundesebene 2,5 Prozentpunkte zugelegt. Das ist zu wenig. Wir wollten mehr, näher an die 30 heran. Wir haben einen schwierigen Wahlkampf gehabt, weil Per Steinbrück erstmal von Teilen der Medien hochgeschrieben. Kaum haben wir ihn ausgerufen, ist er niedergemacht worden. Das haben wir schon in den Gesprächen mit den Bürgern gespürt. In den letzten 14 Tagen hat es noch mal Gas gegeben. Wahrscheinlich haben wir da bundesweit gesehen die 2,4, 2,5 noch mal hochgeholt. Das zeigte sich auch nach dem Kanzlerduell. Hier in Siegen-Wittgenstein bin ich ein ganz klein bisschen enttäuscht, hätte mir schon ein bisschen mehr an Erststimmen erhofft. Aber ich glaube, dass Herr Klein vom Bundestrend profitiert hat. Das haben wir letztes Jahr im Mai auch bei der Landtagswahl. Da haben wir von dem positiven Trend der SPD profitiert. Und er hat gewonnen. Das ist klar, das ist nicht mehr einholbar nach jetzigem Stand. Aber ich bin ja im Bundestag mit ziemlicher Sicherheit über den Listenplatz 3. Der NRW-Landesliste. Dann wollen wir mal gucken in den nächsten Tagen. Frau Merkel muss auf die Parteien im Bundestag zugehen, die drinnen sind. Wenn sie es alleine nicht schafft, muss sie eine Mehrheit organisieren und dann schauen wir mal. Herr Schulte, Das Ergebnis der Linken, was sagen Sie dazu? Ja, ich bin sehr zufrieden. Auf Bundesebene hätten wir uns vielleicht noch ein etwas Besseres gewünscht. Dass wir in Hessen wieder im Landtag sind, ist klasse. Und das Ergebnis hier vor Ort finde ich auch ganz erstaunlich gut, also wie es im Moment aussieht. Ich habe im Moment noch bei den Erststimmen Kopf-an-Kopf-Rennen mit Peter Neuhaus. Wir haben um einen Kringel Fleischwurst gewettet, den muss der Verlierer bezahlen. Also die Briefwahlstimmen werden es dann entscheiden. Und bei den Zweitstimmen, wir liegen im Moment in Siegen bei den Zweitstimmen kurz vor Ende der Auszählung bei knapp 8%, kreisweit bei 5,8%. Also das ist wirklich ein prima Ergebnis und das ist für uns ein sehr gutes Omen für die Kommunalwahl im nächsten Jahr. Also wir sind wirklich zufrieden und ich bin wirklich begeistert heute Abend. Bei uns ist Landrat Paul Breuer. Herr Breuer, was können Sie zu diesem heutigen Abend sagen? Ja gut, der Kreis Siegen-Wittgenstein hat gewählt. Deutlich ist, dass Volkmar Klein von der CDU als deutlicher Erststimmensieger hier hervorgegangen ist. Willy Brase von der SPD deutlich unterlegen ist, aber ich schätze, er hat, so hoffe ich, eine gute Chance, über die Reserveliste in den Bundestag zu kommen. Ansonsten sind die Ergebnisse, ja, ich sag mal, im Bundestrend, so wie ich das gesehen habe. Ich würde mir wünschen, dass beide in den Deutschen Bundestag einziehen, Volkmar Klein wie Willy Brase, denn es ist gut für einen Kreis, nicht nur einen Vertreter, möglicherweise einen auf der Regierungsbank, einen auf der Oppositionsbank, das weiß man aber jetzt noch nicht, um 20.20 Uhr, wie das heute Abend, ist ja sehr spannend in Deutschland, wie das ausgehen wird. Und ja, ich würde mir natürlich vom Deutschen Bundestag wünschen, dass er insbesondere einen Beitrag dazu leistet, dass die Kommunalfinanzen besser werden. Das heißt, wir das Geld für die sozialen Systeme, die wir für den Bund bezahlen, bekommen würden. Dass das raumgreifend im Bundestag und zügig umgesetzt wird. Und das insbesondere auf dem Hintergrund, dass wir ja hier befürchten müssen, dass wir einer von 3 Kreisen in Nordrhein-Westfalen sind, der in erheblicher Weise beim Kommunalsoli zur Hacke genommen wird. Dass also in 7 Jahren hier 100 Millionen aus dem Kreis rausfließen, die anderswo
so bezweifle ich, auch nicht viel bewirken können. Und da geht es hier um die Existenz und die Zukunft unseres Kreises, unserer Region.